Hallo, meine Kleine. Erzähl mir eine Geschichte. Ja, ich erzähle dir die Geschichte vom Duell zwischen den Forschern und den Vampiren auf der Suche nach dem Stein der Macht. Liebe Tochter, wir müssen den Stein der Macht finden, um ewig leben zu können. Aber in dieser Schatzkiste sind mehrere Steine. Und wenn wir den falschen erwischen, werden wir alle beide sterben. Aber zum Glück haben wir natürlich auch Professoren, die uns dabei helfen. Ah, das müssen sie bestimmt sein. Hallo, kommen Sie mal rein. Guten Tag. Ach. Wir gehen jetzt sicher mal gleich zur Schatzkarte. Ich glaube, hierhin müssen wir. Aber vielleicht müssen wir zuerst über das Meer da hinkommen. Aber da ist ein Torwächter und der würde uns wahrscheinlich eine Frage stellen. Aber wir wollen diesen Schatz haben. Ja, also müssen wir wahrscheinlich irgendwie eine Lösung finden, wie wir die Frage beantworten. Diesen Torwächter schaffen wir schon. Ja. Hoffen wir es mal. Damit uns halt keine über den Weg läuft. Ja. Weil der Schatz wird uns das ewige Leben geben. Ja. Dieser Stein. Hm. Das hört sich gut an. Na dann, los geht's! Vergesst eure Hüte nicht. Die Hochzeit meines Sohnes mit der schönen Lucia ansteht, müssen wir den Stein der Macht suchen und finden, um an das Sonnenlicht kommen zu können. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dann ist es beschlossen. Dann, los geht's! Der Schatten. Ist diese Antwort richtig? Ja, das ist richtig! Durchlassen darf, muss ich euch eine Frage stellen. Welchen Bart kann man nicht rasieren? Der Schlüsselbart. Ist diese Antwort richtig? Ja, die ist richtig! Thank you.
falsch. Wir müssen uns verstecken. Es war ein grausamer Kampf, mit vielen Toten, viel Blut und viel Leid. Aber es gab auch etwas Positives. Obwohl die Forscher und die Vampire die Suche unterbrechen mussten, verliebte sich Penelope in Lukas, den Sohn des Obervampirs. Und als Lucia davon Wind bekam, dass Penelope mit ihrem Anvertrauten etwas angefangen hatte, so ging sie sofort zum Obervampir und berichtete ihm alles. Penelopes Vater war so verzweifelt, dass er sich noch einmal entschloss, in den Gang zu gehen und den Stein der Macht zu holen, um damit seine Tochter finden zu können. Hey, da ist der Schatz! Wer nimmt den Schatz? Ich. Ich nehme ihn. Das ist es doch alles nicht wert. Soll noch einer sterben, wird ich und Lukas hier wohl zusammen sein. Nicht meine Tochter! Ach komm bitte, du hast doch meine Augusliebe geheiratet. So, wie kannst du mir sowas antun? Aber ich liebe sie doch, Vater. So endete die Geschichte. Niemand bekam den Stein. Denn niemand traute sich, ihn noch einmal anzufassen, weil die Angst vor dem Tod war zu groß. Oh, schade. Aber die Liebe lebte ewig weiter. Eine schöne Geschichte. Danke, Opa. Gerne, mein Kind. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Kind.